Nochmal eine kurze Ergänzung zu dem Thema mathematische Funktionen. Ich hatte ja das, vielleicht ist es eine andere Art der Betrachtung. Also vielleicht kann man sich folgendermaßen anfreunden. Nehmen wir mal an, eine Funktion, ganz einfach, ich nehme mal eine ganz einfache lineare Funktion, weil die eine Linie ergibt, wenn ich sie grafisch darstelle. F von x sei m mal x plus n. Ich gehe jetzt mal gar nicht auf dieses m und n ein, also da komme ich dann später noch drauf. Und ich sage, weil ich diese Funktion, das haben wir heute mal gespielt im Unterricht, das ist mir eben nochmal eingefallen. Und da habe ich zum Beispiel zu dem einen gesagt, du Paul, damit wir dich unterscheiden können, nenne ich dich mal p von x. Das heißt, alles, was du machst, du als Paul, ist abhängig, welche Werte ich dir zurufe. Und du bist ein ganz einfacher Taschenrechner. Du kannst nicht viel, nicht böse gemeint, du kannst nur 3 mal x. Und wir werden mal sehen, was Paul von x uns als Rückgabewerte gegeben hatte. Also x und dann Paul von x. Ich habe extra mal Paul von x gesagt. Und ich habe Paul zugerufen. 0. Und Paul hat geantwortet, intern hat er gerechnet, 3 mal 0 ist 0, rief Paul. 1, Paul rief 3. Ich rief 4, Paul rief 12, ich rief minus 2, Paul ruft minus 6 und so weiter. Das heißt, Paul war in diesem Fall ein ganz einfacher Taschenrechner, der nur, egal was ich ihm für einen Wert eingetippt habe, nur das mal 3 nehmen konnte. Mehr konnte der arme Paul nicht. Den lasse ich mal als schwarzen Paul stehen. So, dann hatten wir noch einen anderen, wir nennen ihn mal Johann. Den mache ich mal blau. Johann, das, was du kannst, ist auch 3 mal x, aber du zählst noch 2 dazu. Und auch mit Johann haben wir das gemacht und da habe ich gesagt x und j von x hat demzufolge, ich mache mal nicht Johann, j von x geht schnell, und j von x hat immer gerechnet. Ich habe wieder gerufen, 0. Johann rechnete, 3 mal 0 ist 0 plus 2, 2, rief Johann zurück. Ich sagte 1, 3 mal 1, 3 plus 2, 5, schrie er. Minus 1, 3 mal minus 1 ist minus 3 plus 2, minus 1, gab er zurück. Und das können wir jetzt die ganze Zeit so machen. Ich sage einfach mal 3, 3 mal 3 ist 9, plus 2 ist 11 und. Und jetzt machen wir es noch der Vollständigkeit halber. Nehmen wir noch einen grünen dazu. Nehmen wir noch Karl. Ich habe das jetzt mal nur mit Jungs gemacht, die Mädels wollten nicht. Karl von X. Da habe ich gesagt, alles, was ich dir zurufe, das teilst du durch 2, beziehungsweise nimmst es mal 1/2 und ziehst nochmal 1 ab. Und auch hier funktionierte das X und K von X schrie dann immer das entsprechende Ergebnis. Jetzt kann man sich das selber ausrechnen. Ne? Ich sage 0, 1/2 mal. Minus 1/2 mal 0 bleibt 0, minus 1, minus 1. Wir schrieben uns dann weiter Werte zu. Jetzt kann man das ausbauen. 1, das wäre minus 1/2, minus 1, minus 1,5. Minus 2. Minus 2 mal minus 1/2 ist 1, minus 1 ist 0. Oh, minus 4. Davon die Hälfte und minus mal minus ist plus, das sind also 2, minus 1 ist 1 und so weiter und so fort. Und dann hatte ich noch einen, ich nenne ihn jetzt einfach mal, ach ich sage einfach mal ein Mädel. Das Mädel nennen wir jetzt, wie nennen wir es mal, ich möchte ja wegen des Datenschutzes, denn naja, es gibt so Menschen, die haben da sehr viel Angst davor. K hatten wir schon, hatten wir K schon? Karl hatten wir. L, Lea, sagen wir einfach Lea. Die gab es in der Klasse nicht. Und zwar Leas Funktion, also Lea von x oder L von x, die konnte 7. Und Lea hat es begriffen. Ich schrie 0, Lea schrie 7. Ich schrie 17, Lea schrie 7. Ich schrie 1, Lea schrie 7. Ich schrie, ne, besser gesagt, schrie nicht. Ich schrie minus 100 und Lea sagte zurück 7. Egal, was für ein X dahinter steckt. Nebenbei, das hat Lea dann schön erkannt, 7, das muss ich mal ein bisschen nach hinten rücken. Na, wirst du wohl. Also, Lea will nicht. Gut, radiere ich es mal weg. Die 7, die schreibe ich mal hinten hin. Und zwar eine positive 7 war das, ne? Nur 7 heißt plus 7. Und Lea hat schön erkannt, dass sie gesagt hat 0 mal X. So, und dann haben wir uns angeguckt.
Wenn man das alles grafisch darstellen will, diese Funktionen, die lasse ich mal hier. Dann haben wir uns angeguckt, was haben denn die einzelnen Bestandteile sozusagen. Und ganz schnell wurde klar, je nachdem, was ich für Werte in diesen Wertetabellen drin hatte, ganz schnell wurde klar, was mit diesen einzelnen Dingen passiert. Man hat es nämlich sehr leicht. Man kann sagen, wenn ich hier auf der X- und hier auf der Y-Achse mal darstelle, das wäre 1. Dann bleiben wir mal bei P von X, Paul von X, 0, 0, erster Punkt, 1, 3, ungefähr hier, und 4, 12, naja, 4, 1, 2, 4, oh je, na, da kommen wir hier oben raus irgendwo. Dann konnte man sagen, gut, schön, wenn man die Punkte verbindet, egal wie, wenn man gut gemalt hat, kommen die alle auf eine Linie. Jetzt habe ich hier geschwindelt, der hätte hier wohl ungefähr sein müssen. So, das wäre P von X. Schreiben wir es ruhig ran, P von X. Dann haben wir gesagt, okay, in Blau, das war ja J von X, 0, 2, oh, hier, erster Punkt, 1, 5, 1, Brock, 5, zweiter Punkt, minus 1, 1, dritter Punkt, 3, 11, jetzt muss ich wieder zu hoch malen, auch hier haben wir eine Linie. Und die Schüler haben ganz schnell erkannt, ich mache noch den anderen, wer war das? Karl von X. Und die Schüler haben ganz schnell was erkannt. Karl von X hieß ja, ein, minus 1 halb x minus 1. Erster Punkt, 0 minus 1. Zweiter Punkt, 1 minus 1,5. Oh, hier, dritter Punkt, 0 minus 2, minus 2, 0. Minus 1, 2, 0, hier, minus 4, 1, ne, und so weiter, minus 1, 2, 3, 4, hier, so, und die Schüler haben ganz schnell erkannt, wenn ich das grafisch darstelle, dann ist, ach so, halt, der Vollständigkeit halber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hier oben ungefähr lief der Graph von L von X lang, ne, L von X, weil egal was ich sagte, es war 7, und jetzt haben die Schüler ganz schnell Folgendes erkannt, gucken wir uns das mal an, hier die 7, ah, hier oben ist sie. Hier die, die minus 1. Mhm. Hier ist sie. Die plus 2. Hier ist die plus 2. Oder, was kann ich hier hinterschreiben? Gucken wir uns den nochmal an. Hier oben bei Paul von X kann ich ja plus 0 dahinter schreiben. Und, jetzt gucken wir mal ins Koordinatensystem. Da ist er. Na, wirst du wohl? Da ist er. Das heißt, alles, was hier hinten steht, hier, das hier, was kein X dran hat, das ist immer der sogenannte Y-Achsenabschnitt. Und noch was haben die Schüler auch dann schön gesehen. Das werde ich mal in hellgrün highlighten. Die Zahl, die vor dem X steht, hier, hier oder hier, sagt, wie steil läuft der Graph. Gucken wir uns mal an. Hier diese lila Funktion, ne, das war L von X, leer von X, die hat überhaupt keine Steigung, die läuft überhaupt nicht steil, im Gegenteil. Andersrum, die dunkelgrüne, die heißt ja minus 1 halb, minus 1 halb mal X, minus 1 halb läuft nicht ganz so steil wie die anderen, bergab, wegen des Minus. Und die anderen zeigen nach oben. Die blaue und die schwarze, die sind parallel, warum? Ja, weil sie beide den gleichen Anstieg haben. Solche Gedanken mal, dass man einfach eine Funktion, eine lineare Funktion, und jetzt wird auch klar, warum linear, weil der Graph der Funktion, wenn ich die einzelnen Punkte koordinatenmäßig eintrage, weil es eine Linie ergibt. Ja, und wir haben uns das diesmal einfach als Maschine, als ganz simple Rechenmaschine vorgestellt. Also simple Rechenmaschine, die nur was kann, was sie vorgegeben bekommen hat. Die heißt deswegen auch nur so. Man kann die F von X nennen, G von X, P oder J oder K oder L, M, N, K, ganz egal. Das ist also eine mathematische Funktion, ist nichts anderes als, gib mir einen Wert, definiere mir einen Wert X und ich mache was damit. Und ich gebe dir einen Funktionswert wieder, nämlich das, was ich kann. Ich kann hier zum Beispiel 3 mal X plus 0. Ne, plus 0. Oder ich kann 3 mal x plus 2. Oder ich kann minus 1 halb mal x minus 1. Das ist eine andere Funktion. Jedes Mal eine andere Funktion. Eine fest eingestellte Rechenmaschine, die nichts weiter kann, als so eine einfache Rechnung da
darzustellen. Und grafisch ist es an sich nicht schwer. Man gibt die Koordinaten, zusammenwirkende Richtungen. Man gibt die Koordinaten hier aus diesen Wertetabellen einfach als Punkte ein und kann dann Linien verbinden. Und was sehr schick ist, es gibt auch immer wieder Gemeinsamkeiten. Da kommen wir dann, oder da bin ich auch in anderen Videos drauf eingegangen. Ich lasse das hier an der Stelle mal sein. Das reicht wirklich dazu. Das nochmal als ergänzenden Gedanken. Was sind denn Funktionen? Und das kann man genauso, kann eine Funktion auch heißen. Ganz allgemein, f von x ist mal ein bisschen schwerere, x Quadrat, das heißt, alles, was ich sage, muss ich mit sich selber multiplizieren. Das wäre x, das wäre f von x hier, eine ganz allgemeine. Ich nenne die mal einfach f von x, wie Friedrich von x. Ich gebe 1, 1 mal 1 ist 1. Ich gebe 2, 2 mal 2 ist 4. Ich gebe 3, 3 mal 3 ist 9 und so weiter. Ich kann auch hier hinter wieder schreiben, plus und so weiter. Aber hier stand ja nur 0. Hier stand ja nichts, deswegen habe ich es nur f von x genannt. Und so weiter. Also es gibt ganz komplizierte Rechenvorschriften für Funktionen. Gut, lassen wir es an der Stelle. Ich hoffe, es hat vielleicht auch auf diesem Wege geholfen.